Ja, hallo meine lieben Filmfans und fucking Freaks und herzlich willkommen zu einem neuen Filmbörsenvideo von mir. Ja, ich habe mich dann doch breitschlagen lassen und bin mal wieder zur Filmbörse Neuss getingelt. Auch wieder allerhand Leute getroffen. Natürlich war unser Wuppertaler Klumpen, ja, der Filmbörsen, der Filmonkel war da. Ganz hohe Prominenz, ja, aus dem Süden unseres Landes, ja, Cinemanuel war am Start und ja, unser Speierchen war auch vor Ort und natürlich hier, ne, unser Tünnes vom Dienst und dann natürlich auch ein treuer Abonnent und ja, unser, wie kann ich ihn denn am besten beschreiben? Unsere leckere Ruhrpottwurst, ja, der Otti Bond war auch am Start, hier zu sehen, ja, ich denke mal, das war seine Betreuerin, ne, weil so einen kannst du auch nicht alleine loslassen, ja. Und ja, an dieser Stelle grüße ich noch alle anderen, die ich vergessen habe und ja, ich habe dann auch so im Nachhinein erfahren, dass ich einige nicht getroffen habe, wie zum Beispiel, ich grüße jetzt hier mal Mr. Schrotti 11, ja, grüß dich Kumpel, sehr, sehr schade, hätte ich gern mal kurz ja, persönlich kennengelernt und ja, Oliver Krause, mein Namensvetter, mein Gott, wir waren ja so indirekt verabredet, aber irgendwie haben wir uns verpasst, egal, holen wir auf jeden Fall nach und an dieser Stelle nochmal vielen lieben Dank an alle, war echt ein cooler Tag, auf jeden Fall. So, bis eben war noch der Filmangler hier in meinen Gemächern, ja, hier im Westflügel. Und ja, der hat mir noch ein paar Sachen dagelassen. Erstmal zeige ich euch das hier. Thought of Ecstasy, ein deutscher Film, ja, kontroverses Kino, in dem Raum und Zeit keine Rolle zu spielen scheinen, Sex, Macht, irgendwas, bla bla blub. Ja, sieht auf jeden Fall interessant aus. Von R.P. Kahl ist der Film. Von dem Regisseur hatte ich auch einen Film im Mystery-Paket, dessen Name mir gerade entfallen ist. Und dann hat er mir noch ein Snabbe mitgebracht. Mel Gibson, Payback, muss ich auch noch sichten. Ja, kenne ich leider nicht. Trotzdem, vielen lieben Dank. Und als letztes in einer 2-DVD Special Edition auch ein Clint Eastwood-Film, ne? Ist auch von ihm, ja. Den kenne ich auch leider gar nicht. Million Dollar Baby. Muss ich mir auch mal geben. Jo, an dieser Stelle, Patrick, vielen lieben Dank. Das wandert in meine Sammlung. So, dann kommen wir jetzt zu der Ausbeute. Ja, ganz, ganz schnell, wird ein schnelles und kurzes Video. Direkt am Anfang war ein Stand 3 Blu-rays für 10 Euro. Da habe ich direkt mal ein bisschen durchgewühlt und da habe ich was gefunden. Und zwar erstmal ein Film von, wie heißt er nochmal? Genau, ein Film von Adam Wingard, der hat unter anderem Your Next gemacht, den kennt ihr ja bestimmt auch, diesen Home Invasion Film. Da habe ich mir mitgenommen The Guest. Ein richtig, richtig geiler Film. Ich weiß jetzt nicht, wie der Schauspieler hier heißt, der hier die Hauptrolle spielt, es tut mir leid. Hier stehen irgendwelche Namen, aber ich will jetzt nicht was Falsches sagen. Auf jeden Fall, der hier groß abgebildet ist, der klingelt quasi an einer bei einer Familie und sagt irgendwie, er wäre ja so ein alter Army-Kollege, ja, irgendwie sowas. Und der verhält sich unheimlich komisch, freundet sich mit der Familie an und die Tochter der Familie ist halt von Anfang an sehr kritisch ihm gegenüber.
Hat einen sehr coolen Stil, der Film. Erinnert teilweise ein bisschen an Drive mit Ryan Gosling. Hat auch einen richtig geilen Soundtrack. Hört da mal unbedingt rein. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ein kleiner Geheimtipp, falls ihr den noch nicht kennt. Dann habe ich mir den ersten Teil geholt von einem zweiten Teil, den ich schon in der Sammlung habe. Contracted. Ja, hier hat eine Frau einen One-Night-Stand und ja, infiziert sich mit einem komischen Virus, die sie ja, verfaulen lässt. Hat sehr krasse Ekelszenen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, der zweite Teil heißt, glaube ich, Phase 2 Contracted oder so. Und Phase 2 hat auch was mit dem ersten Teil zu tun. Da geht es, glaube ich, um den Typen, der das Virus hier irgendwie verbreitet hat. Meine ich das so in Erinnerung zu haben. Ist lange her. Auf jeden Fall auch ein guter Film. Und dann ein kleines Upgrade von DVD auf Blu-ray. Habe ich mir jetzt hier The Others geholt mit Nicole Kidman. Ja, was soll ich sagen? Immer noch nicht gesehen. Immer noch nicht gesehen. Aber freut mich, dass ich den jetzt auf Blu-ray habe. So. Und dann war ich am Stand von dem lieben Dominik. Ja, schöne Grüße an der Stelle. ja, an dem Stand hatten wir auch ein bisschen Spaß. Ja, der Patrick hat da noch kurzzeitig ausgeholfen, hat da noch für ihn ein paar Mediabooks verkauft und hat mir auch noch einen Preisnachlass erlassen. Ja. Aber hier habe ich natürlich den vollen Preis gezahlt. Und zwar hatte er da das Steelbook von Avengement rumstehen. Hier für 19,99. Und dann habe ich ja, das in der Hand gehabt. Und hä, was ist denn das so dick? Dreh das um. Mit Austauschdisk. Ja, da scheint wieder irgendwas fehlerhaft zu sein. Naja, auf jeden Fall ist hier jetzt die korrigierte Disk bei. Und jetzt, wo ich das so zu Hause hier in den Händen halte, das ist richtig geil, ja. Richtig schön gestochen, scharfes Bild, das Blut von den Fäusten, das glänzt richtig. Und auf dem Film bin ich echt mal gespannt. Ja, also Marco und Jackie, Sascha Cobretti, an dieser Stelle einen Gruß an euch. Ihr habt mir den ja auch empfohlen und mir ein bisschen, ja, Honig ums Maul geschmiert und wässrig gemacht. Nee. Hungrig gemacht, so. Ihr habt mich hungrig gemacht auf den Film. Jetzt habe ich ihn da liegen sehen und dachte ich mir so, komm, nimm mal mit. So, jetzt kommt der Rabattfilm. ich habe mir jetzt auch Metal Beast gegönnt im Mediabook. Und ja, ich bin eigentlich nicht so ein Nummernfetischist, aber ich wollte den eigentlich umtauschen, weil mir die Nummer dann doch ein bisschen zu hoch war. Aber naja, was will man machen? Spaß beiseite. Mir ist das ja scheißegal. Ich war halt nur total überrascht, weil das Ding ist nur auf 144 Stück limitiert und dass ich den überhaupt noch mit so einer niedrigen Zahl hier bekomme, der absolute Hammer. Ja, und hier ist noch ein Bonusfilm mit drauf. Ja, der Filmangler hat den ja auch geunboxt und auf dem Bonusfilm ist kein Name drauf. Ja, keine Ahnung, was da drauf sein soll. Ich bin mal gespannt, ob ich hier auch denselben drin habe. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Und als allerletztes war ich am Stand von 8 Films. Dort habe ich mir eine große Hardbox geholt. Für 10 Euro mehr hätte ich das Mediabook von dem Film haben können, was mir auch sehr gut gefallen hat, die Erstauflage. Ja, aber ich war halt so gierig und ja, habe nicht mehr genug bei gehabt. Der Patrick hat auch noch ein Mediabook gefunden an dem Stand. So haben wir dann zusammen gebündelt und ja, konnten hier noch 2 Euro Rabatt raushandeln. Immerhin. Hat nämlich genau gepasst, was ich noch im Portemonnaie hatte. Und zwar habe ich mir hier gegönnt Gunwoman mit Blu-ray und DVD, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher, oder nur die Blu-ray. Ja, mit Asami. Ja, leider ohne Unterschrift, obwohl hier steht Limited Signature Edition, aber macht nichts. Ja, bin ich mal gespannt, was mich hier erwartet.
Soll ja auch so ein kleiner Revenge-Film sein, ja. Gunwoman. Ist hier eine Edition auf 66 Stück limitiert. Ich habe hier die Nummer 31. Ja. So kann ich den auch jetzt von meiner Liste streichen. So. Das war meine Ausbeute von der Filmbörse, von der Filmbörse in Neuss. Ach, ich war zu lange in der Sonne. Ja, klein, aber fein. Ja, zusammen mit dem Zeug vom Patrick. Ja, ist es doch ein kleiner, beachtlicher, guter Stapel geworden. Und wie immer könnt ihr mir an dieser Stelle was gerne zu den Filmen in die Kommentare schreiben und ja, sagt einfach mal ein Hallo unten in die Kommentare, falls ihr auch da wart. Jo, an dieser Stelle sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl.